So, ich schaue jetzt mal einfach bei Crafting mal nach. Wood Stairs gibt's. Mal Stash. Da braucht man Data. Metal Fragments. Ja, wie bekommt man die her? Weil ich habe nämlich 143 Eisenerz dabei. Wahrscheinlich kann man da noch gar nichts großartig machen. Apropos, ich schau mal kurz. Open Sulfur Ore und Metal Ore. Ich habe da vielleicht eine Vermutung. Wenn das stimmt, dann könnte ich kotzen. Ich gehe kurz Holz holen für den Ofen. Gut, ich baue mal hier weiter. Bitte? Oh, hier weiter. Jo. Weil ich will jetzt mal kurz was testen. Und mal sehen, ob ich mit meiner Vermutung recht habe. Wenn ja, dann werde ich dich sofort daran teilhaben lassen. So, was sagt das Essen? Naja, muss noch. Ich will aber nicht wissen, wie du das Fleisch kochst, dass es so frisch ist. Ja! Was? Ich hab's herausgefunden, ich hab's Wie, herausgefunden. wie, wie? Und zwar, du legst, also so habe ich es gemacht, du legst unten Holz rein und in der Mitte des Erz und oben kommt dann das Zeug dann halt raus. Aha, dann weg da. Sul. Schau's da einfach Ja, ran. ich sehe es. Weil ich habe mich schon gewundert. Weil ich dachte schon, irgendwas, da muss man bestimmtes Erz einfach so reinlegen. Und ich wollte jetzt gerade eventuell Kohlestücke mit reinhauen noch. Wofür man die Kohle wohl braucht? Kriegsbemalung. Leck mir am Arsch. Geil, ne? 255 Eisen werden wir da rauskriegen. Möglicherweise. Das war noch längst nicht alles hier in der Kiste, wo ich gerade Haben bin. wir dann auch noch drin. Haben wir auch noch Dann reichlich. kann man ja später die Bude hier upgraden. Dass ich dann jetzt Ah, erstmal je. die Türen alle weglassen, die ich noch machen will und so was, dass wir da dann Metalltüren und so was machen. So, Leder hau ich mal rein, Kleidung hau ich rein, Tierfett hau ich rein. Alter. Ohne Stocken durch, hier kommt man. So. Ich gehe noch mal Holz holen. Jupp.
Das finde ich das Geile an Rust. Dir wird es nicht erklärt, wie du das machen musst, sondern du musst da echt Tor zu herausfinden, wie, wo, was. Finde ich zwar mies, aber auch geil. Mach's Tor zu. Na gut, so. Ist doch. So, gleich hier links hast du gesagt, hier sind immer die Holzscheite. Die sind schon ein bisschen weiter weg. Also da geht er jetzt nicht hin, da ist er zurück ins Dunkel ist. Hoch. Nee, wie groß die Bäume sind, wenn ich das hier von weitem sehe, wie du vor so einem Baum stehst. Ich werde nämlich die Bude jetzt mal eventuell erweitern, nach rechts bauen oder sowas, ich weiß noch nicht, auf jeden Fall mal nach hinten. Ich glaube sogar, dass ich in bestehende Wände eine Tür reinbauen kann, damit wir dann, was weiß ich, dementsprechend immer durch das Gebäude laufen. Das ist in Ordnung, ja. Da hinten ist er, dieser ganz kleine Punkt. Ja, da ist gerade ein Schwein. Wenn du dann ein bisschen links guckst, könntest du vielleicht sogar, wenn ich mich nicht irre, einen Steinhaufen sehen oder sowas. Ein Holz oder Steinhaufen ist es, ja. Fernglas wäre geil. Kommt wahrscheinlich alles noch. Wer weiß, was in so einer Kiste alles ist. Noch kein Flugzeug hier geflogen. Holzscheithaufen. So. Oh ja, die Sonne geht schon unter, so langsam. Alles klar, nach hinten kann ich nicht weiter ausbauen. Was ein bisschen schade ist, aber was soll's. Aber nach rechts habe ich jetzt ein Stück schon weiter ausgebaut. Ja, das passt. Das heißt, die Wand beginnt jetzt ungefähr da, an der Höhe von den Steinen, wo das Tor halt ist. Mhm. Dann werde ich da die Wand zubauen, dann ist auch da die Lücke nicht mehr. Ach, schön. Ja, dafür brauche ich auf jeden Fall 1, 2 Pfeile auf jeden Fall. Und dann 3 Wände. Gut, hier ist noch ein Steinfelsen. So. Wow. Scheiß Wolfie. Gar nicht verrecken, ne? Als ob du hier wieder hierher findest. Doch, ich finde her. Schaff dich langsam mal zurück, halt würde ich sagen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Soll ich mich vors Tor stellen, damit du es auch findest? What? Scheiß Wolf, ey. Da. Da kann ich oben auch nach rechts ausbauen. Das ist zwar eine Zwischenwand da drin, aber was soll's. Aua. Wozu? Ja. So, Medikit sag ich schon. Da hier aber auch die ganze Zeit. Alter, wie viel in so einem Vieh drin ist, ne?
Open. So, splitten. Dann noch rein damit. Metal Ore rein. Kohle raus. Nein, bin ich nicht. Wir sind nicht alleine auf diesem Server. Das ist nichts Neues. So. American. Tipp soll bloß nichts Falsches antworten. TV. Sieht entweder griechisch aus. Warte mal. Das ist aber russisch. Russisch, ja. Okay, ich kann doch nicht. Na, nee. Boah. Na, nee, boah. Ich überlege gerade, was das Kyrillisch bedeutet. Hier gerade. Alter! Ist das nicht ein deutscher Server? Nee, einfach nur ein Multiplayer-Server. Alter, die mit ihren kyrillischen Schriftzeichen. Ich habe da schon meine Probleme damit. Könnte aber auch mazedonisch oder bulgarisch sein. Was? Tag? Polnisch? Wollt ihr mich verarschen? Tag heißt nämlich auf Polnisch ja. Ich glaube, im Mix aus Polnisch und Russisch. Sag dir, Eddie, die planen hier gerade unser Lager zu übernehmen. Okay. Oh ja, wahrscheinlich. Oh, das ist. Ey, das ist. Oh, irgendwie voll gemütlich hier so. Ah, schön. Huch. Lass die Scheiße an. So, ich geh mal raus und guck nochmal nach dem Ofen. Open. Oh. Metallfragmente und das Sulfrat oder Sulfur, was auch immer, durch mal raus und in die Kiste rein. Wofür braucht man Sulfur? Ich muss mal gucken. Gunpowder. Handmade Shell. Stones und Gunpowder. Okay. Weapons. Ja, dann ist man schon zu einer kleinen Terrasse, was ich hier gerade praktiziert. Boah, ohne Scheiß, wir können uns schon Revolver, eine Axt. Ja, ich weiß. Jetzt, wo wir ein bisschen wie mal Metall machen können, können wir uns einiges machen. Jetzt können wir auch die Fenster verbarrikadieren mit Gitterstäben. Ah, Fire Shot. Nee, Pipe Shotgun. Da brauchen wir die Werkbank. Also für Waffenbau. Ja. Handcannon. Ich guck grad. Ja. Für Waffen auf alle Fälle schon mal. Interesting. Oben. Aha.